so. Ich habe das Gefühl, Olli entwickelt Freude dran, ein Freudenhaus zu bauen. Oh, Freude. Oh, you. Oh, oh. Oh Gott. Waffeloman. Was denn? Ich habe gerade was getrunken, dies. Ui, Seht ihr, das gefällt den Leuten irgendwie. Ja, das könnte man so belassen. Der TÜV sagt ja. Und was sagt das Bauunternehmen? Mit genügend tragende Säulen da? Sind die 40? Haha. Das klang, als ob das eine Information enthielt. Ja, Buffalo hat Husten. Ah. Tja, braucht das Freudenhaus einen Keller? Nils! Nils! Ja. Ja. Ich hab einen ganz dummen Namen. Na. Get fucked by your wife when she finds out you didn't visit your mother. Aber Das ist noch ein geiler Name. es ist leider schon entschieden. My bad. Du kannst einen Vielleicht Keller müssen die. bauen, Olli. Mach was du möchtest. Du kannst jetzt gern runtergehen. Ich bin Oder nach nicht auf oben dem Mond. schon. Ich will in den Stripclub eingehen. So, jetzt muss nur irgendeiner mal den Weg zu hier fertig machen. Sehen. Welchen Weg? Den ich hier angesetzt hatte. Der Weg, der kein leichter sein wird. Und dieser Weg ist steinig und schwer. Oh ja. Dieser Weg wird von Tedman kein leichter sein. Was habt ihr nur gegen mich? Was ist euer Problem, ha? Du bist Tedman, jeder hat ein Problem mit dir, weißt du doch. Du bist einfach so Nein, teddisch. stimmt nicht. Synthetisch. Tedman. Er ist teddig. Er ist Tedman, ihr wisst es doch. Er ist der Feind der Antisynthetischer Bösewichte. Antisynthetisch. Ups. Ich bin kuschelig. Ups. Na? Warum machen die jetzt eigentlich die ganze Zeit bei RTL Pause? Ich will jetzt hier Formel 1 gucken, Mann. So Ja, und nebenbei. mitten in der Formel 1? Der Vogt? Ja, ey, Formel 1 ist toll. Mitten in der Nacht da rein. Spät in der Nacht. So, das sieht ja Ob schon das mal so ziemlich hat, nach hat Treppe Olli beim Bauen zuzusehen? auf. Ist es das? Das freut mich. Ja. Hm, 1, 3, 4. 1, 3, 4, Oh, Olli, 4. das Freudenhaus baust du sehr professionell. Hast du darin etwa Erfahrung? Wenn du Er wüsstest, hat wenn reichlich du geübt. wüsstest. Am Bartzopf, am Bartzopf. Wahrscheinlich geht er immer auf irgendwelche Server von irgendwelchen merkwürdigen Leuten, baut den Freudenhaus hin in Form eines Gemächs und dann sagt er mal, hi, lol, Penis, hi, und geht offline. Das ist eine gute Idee, das sollte ich mal machen. Müssen wir mal auf dem Skyblock-Server machen. Ja, einen Penis aus Dreck bauen? Finde ich Das viel besser. Erste. Aus Dreckbohren müsst ihr sagen, ihr solltet ihn mal waschen. Tü-tü-tü-tü. Ah. Oh mein Gott. Huch, Frame-Einbruch? Luca. Hilfe, meine Frames sind eingebrochen. Und wieder? Ja, schrecklich. Dachte jetzt schon, dass man Minecraft abstürzt. So, für mich war es Was dann auch das Ende Minecraft? hier jetzt. Liebe Leute, ich werde euch jetzt verlassen, weil ich aufgehen muss. Wieso? Was? Weil ich auch was zu tun habe. Wie Das kannst du nur? hat musst du das dich wieder hat mit deinem körperlichen Nein, ich muss ja. relativ früh pennen gehen, weil ich morgen früh ein paar Termine habe. Ach Natürlich. so, so. Du bist wieder beim in der Frauenarzt. rechten Hand von mir. Also, Schön, dass ihr Witze drum macht, aber für mich sind sie gewichtig, die Termine. ach so, du es meinst soll also, das war nicht. ernst, das war jetzt ernsthaft gemeint. Ich habe wirklich Termine, aber richtige. Ja. In Ordnung. Der Livestream im Livestrip kommt jetzt gleich deine Lieblingstänzerin oder was? Ja, natürlich, weißt du. Na gut, dann hau rein. Das erste, was ich mache noch per morgen, ich werde einfach mal morgen mal zu dir hochfahren und dir mal aufs Maul hauen.
Ja, und Tatman wird, daneben stehen, da. Die Kamera filmen. Ich bin morgen gar nicht da. Ich werde dich finden, ich weiß, wo dein Bett steht. Ich dachte, du weißt, wo sein Haus wohnt. Ja, das weiß ich auch. Reinhauen, Leute. Reinhauen. See ya. So, wie läuft's mit dem Freudenhaus? Ja, hier, ja. Ja, es läuft. Ist geworden, ne? Es läuft. Und Leute, freut ihr euch schon auf das fertige Freudenhaus? Nein. Autsch. Das war speziell an unser Publikum gerichtet. Die können ja mal Feedback geben. Lol. Ich glaube ich. Und ein Skelett hat sich einfach unter dem Dach eines Hauses gerettet. Was? Komm, geh in die Sonne, geh in die. Oh, da jetzt brennst du. Oh, Der ist ganz schön pissig. Ich stelle fest, die Wahl der Form ist nicht optimal gewesen. Habe ich eben schon gesagt. So ein Scheiß. Olli ist kein Problem. Ah. Rede einfach sonst drüber. 3 mal 3 ist gut. 1, 2, 3. Bing. Naja, eigentlich braucht man ja nicht allzu viel Platz in so einem Freudenhaus, ne? Oh, wenn du wüsstest. Ich brauche Platz, if you know what I mean. Das wollen wir mal nicht näher vertiefen. Aber warum denn nicht? Ist total traurig. Oh mein Gott. Und der Publikum findet dein Haus auch toll. Sehr gut. Nur Einzelbetten. Was? Ja. Dann mach ich da noch hin und hier. Wie denn ich in ein Freudenhaus, um es mal liebevoll in der heutigen Zeit so zu nennen, um dort neben einer Person zu schlafen? Nicht? Ich bin schockiert. Was sollten die denn sonst da machen? Etwa miteinander schlafen? Ach nee, jetzt mach ich nicht lächerlich. Genau, also ernsthaft. Dann schläft man doch miteinander. Sie sehen Sexualkunde für Olli. Was? Sowas kann man damit machen? Unglaublich. Das ist widerlich. Oh Gott. Ein Koitus, ne? Ja, Koitus. Fenster, ja. Hey, ich finde das Ende nicht. Ja, so den Zeitpunkt, um über die ersten Male zu reden. Aber da wir alles Nerds sind, entfällt diese Aufgabe. Wow, du bedienst ja jetzt auch noch Klischees. Bad. Ich dachte, jetzt kommt hier na, Tatman. Na, du kennst dann das Video noch nicht. Oh. Bad Cat. Oh je. Ich hab's heute total random entdeckt und dann läuft eine Katze rum, also so chibi-mäßig anime-technisch gemalt. Und die ganze Zeit so na. Und irgendwann kommt eine kleine Maus dazu mit so einer Art Robin-Outfit und Cat. Ja, Bad Cat. Bad Cat und der total hohe Stimme. Das ist so gut, so random, aber richtig. Oh mein Gott. Was guckst du dir für Sachen an? Och, das könnt ihr jetzt echt nicht her. Hier ein bisschen peinlich. Oh, noch schlimmer. Und ich habe schon einiges von dir erwartet. Also, das ist dann ja schon, also. Oh, nee, so für dich. Oh.
Ich hab gerade mal so ein bisschen diesen Ohrwurm überstanden. Und dann kommst du, kleine. Keine Beleidigung. Oh, kleine Schandblase. Na, hab ich alle damit infiziert. Du bist infiziert? Das ja, ist ja neu. Schlechten Geruch. Wer war schon im Freudenhaus? Hey, jetzt mach nur keine Witze über mein Freudenhaus. Ja, zieh nicht sein Freudenhaus in den Dreck, du Pimmel. Ja, aber du hast einen Witz weggezogen. Na, da, da. Düpp, düpp. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich jetzt damit ende, das Ding hier wirklich zu bauen. Per kann ansonsten hier in den Keller. Ja, nee, ich warte bis zur Öffnung. Dam, dam, dam. Das wird ja nicht der Lattenkracher. Was, bei dir kracht die Latte? Klingt schmerzhaft. Erzählt euch ruhig mal was, damit das hier nicht jetzt zum Schweigen verkommt. Wir dürfen hier wenig Minecraft als Livestream machen, da ist irgendwie immer Schweigen angesagt. Immer diese Verschwiegenen. Also ich weiß nicht, was einige Let's Player immer für Probleme haben, Dächer zu bauen. Das war eine Aufforderung für ein Gespräch, Leute. Tolles Gesprächsthema, Olli, wirklich toll. Ja, ihr sagt ja nichts mehr. Ich fühle mich hier so einsam. Und Olli, wie war dein Tag heute? Noch gar nicht. Oh. Mann, Olli, du arbeitest einfach ja, nicht mit hier. Ja. Dafür seid ihr ja da. Also, sprecht. Olli, das fand ich jetzt etwas sexistisch. Ihr seid doch die kleinen Bubble-Sklaven. Na, Öli. Uhuhaha. Irgendwer klappert. Das ist Joey, der holt sich wieder eine Runde. Ach, das klappert hier so. Ich dachte, das macht man aber nicht, indem man sein ans Mikrofon schlägt. Huch. Tja, hier vibriert alles von hier. Nicht, dass du gleich umfällst.
Bei mir blieb das nur so aus. Moment, was? Ich bin